Taipeh. Weiter geht's mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute im Gespräch mit Chiu Dai-yu. Sie ist die Besitzerin einer deutschen Restaurant- und Bäckereikette in Taipeh. 5 Jahre in Stuttgart haben bei meinem Sohn ihre Spuren hinterlassen. Zu seinen Lieblingsspeisen gehören Brezel und Spätzle. Und auch sonst isst er immer mal wieder gerne deutsches Brot zum Frühstück. Sachen also, die man in normalen taiwanischen Bäckereien oder Restaurants nicht bekommt. Doch es gibt Abhilfe. Eine davon ist die Restaurant- und Bäckereikette Oma Ursel. Wir hatten die Möglichkeit, die Gründerin Dai-yu in einem ihrer Geschäfte zu besuchen. Die Chefin von 2 deutschen Bäckereien und 3 Restaurants erzählte zunächst, wie es vor über 20 Jahren eher bescheiden angefangen hat. So, eigentlich Anfang ist an 96. Ich weiß noch ganz genau, am 6. Januar. Ja. Also ich habe im Prinzip eigentlich nur von 2 Tischen angefangen. Ja. Eigentlich, warum habe ich ein Café oder Restaurant geöffnet? Eigentlich anfangs wegen meinem Mann. Mein Mann ist ein Deutscher aus Düsseldorf, in der Nähe von Düsseldorf. Das ist so ein Typ, der kann ohne deutsche Speise nicht weiterleben. Und Brot natürlich noch wichtiger für ihn. Deswegen kommt diese Idee, ne, dass wir ein Restaurant. Ja, eigentlich Anfang war über kein Restaurant. Wir haben vom Brot angefangen. Eigentlich Ende 95. Wir sind September 94 zugekommen. Ja, erstmal haben wir haben auch Geschäft gemacht. Erstmal nicht mit dem Gastronomie zu tun, sondern mit dem Stellenvermittlung zu tun, sprachliche. Und dann, ja, wie ich gesagt habe, Anfang 96 war das so, die Firma, da haben wir einen Vorgarten. Da habe ich gedacht, aha, da können wir etwas mit dieser Vorgarten machen. Da haben wir auch Brot gebacken, Kuchen auch gebacken und da ein paar so mütterlich deutsche Küche, Speise öffnen. So fing an. Und wie Sie auf den Namen Ihres Geschäftes gekommen sind, dazu gibt es, glaube ich, auch eine nette Geschichte. Eigentlich am Anfang hieß unsere Gastronomie Schwarzwald Café. Das war 96. Und dann 2003, da haben wir geändert. Eigentlich, warum ist Oma Ose? Also meine Schwiegermutter heißt Oma Ose. Ohne sie habe ich dieses Geschäft nie geschafft. Sie hat uns so viel geholfen. Also erstmal, weil sie ihr Sohn liebt. Da wird sie sehr viele Sachen beibringen, damit ihr Sohn in Taiwan nicht verhungert. Anfang war sie sehr oft bei uns, so fast jedes Jahr. Dann bringt sie mir etwas bei, wie man so Brot backen oder so etwas mütterliche Speisen, also kochen sowas. Und dann schickt mir unheimlich viele deutsche Kochbücher. Ich glaube, ich bin fast 5 Jahre in Deutschland. Wir haben noch nie so viele, als ich in Deutschland war, habe ich noch nie so viele deutsche Gerichte gekocht. Ja, so kommt man. Und dann als diese Änderung des Namens haben wir gedacht, machen wir doch eine Oma Ose, weil das ist, ohne sie schaffen wir sowieso nicht. Deswegen 2003, da haben wir den Namen geändert. Erstmal heißt Oma Ose, also Café und Restaurant. Das ist genauso, wo wir jetzt hier. Also dieses Geschäft eigentlich schon seit, hier ist schon über 9 Jahre. Vorher war ich in andere Nebenstraße, das war auch im Yongkang-Bezirk. Da war erstmal 10 Jahre, also nächstes Jahr wird es 20 Jahre. Ja, war das so. Es heißt Oma Ursula, German Restaurant. Auf Chinesisch heißt es Oma Ursula. Und viele Chinesen, für viele Taiwaner ist schwierig. Die sind hin und her gerissen. Ursula ist so, wahrscheinlich wegen Sprache, ist nicht so einfach. Da haben wir okay gedacht, dieser Restaurant heißt Oma Ose. Und dahinter, aber der kommende, zum Beispiel diese etwas größere Bäckerei oder zentrale Küche, da heißen wir einfach Oma. Oma German Bakery, sowas. Das ist etwas einfacher für die Kunden. Dabei mussten Sie sich aber auch Gedanken machen, wie man den deutschen Namen auf Chinesisch ausdrückt, richtig? Oma heißt eigentlich, auf Deutsch ist Oma. Damals haben wir gedacht,
Oma, wir können das übersetzen auf Chinesisch. Aber, aha, Oma, da haben wir so geschrieben, die Oma, die aus Europa kommt, heißt Oma. Genau, die Aussprache ist gleich. Ja, so haben wir so die Kunden so erklärt. Dann haben die Kunden, ah, so schön, das ist passt perfekt. Ja, von Bedeutung her, von der Sinnvolle her, ist, so ist der Oma gekommen. Aber kommen wir doch mal zum fast Wichtigsten. Welche Speise bieten Sie denn an? Okay, erstmal fangen wir an mit den Backwaren zu. Ja, eigentlich vor Neujahr hatten wir auch eine so deutsche Meister von Deutschland hierher gebracht, ne, die ganze Familie. Der ist leider einen Monat vorher uns einfach gekündigt, ne, gegangen, ne, ja, wegen seiner Mutter. Die Mutter ist nicht mehr der Jüngste und Mutter verlangt, dass sie eher, ne, öfter nach Deutschland. Und diese Arbeit kann er nicht, vielleicht einmal pro Jahr, aber 3-4 Mal schaffen. Also von beide Seiten her schaffen wir nicht. Aber er ist trotzdem ist unsere so wie Berater. Der kommt wahrscheinlich einmal pro Monat, kommt zu uns und guckt mal, weil wir kennen schon so seit so lange, ne? Fast 9 Jahre, ja. Und ja, das ist auch so. Vor 9 Jahren haben wir gedacht, früher haben wir immer nur Brot gebacken, aber etwas ähnlich wie Amateur, ja. So wie man das mal sagt, also selber machen und sowas. Aber vor 9 Jahren haben wir gedacht, aha, früher in Taiwan das so. Viele Leute wollen keine Sauerteigbrot essen. Ne? Anfang, als wir, ne, vor 20 Jahren, als wir anfangen Sauerteigbrot, dann sagen die immer, es ist kaputt. Wie kann man das essen? Ne? Das ist so ein Geschmack und so weiter, solche. Ne? Und dann vor 10 Jahren habe ich gemerkt, aha, diese europäische, die Beeinflussung oder europäische Essen ist dieser Einfluss stark geworden. Und viele Leute wollen noch etwas mehr gesündere Sachen essen. Deswegen habe ich mit der Partner gesprochen, lassen wir uns doch mal eine richtige Professionelle von Deutschland hierher holen. Ja, da haben wir Peter und da hatten wir viele deutsches Brot da gebacken am Anfang. Aber der ist auch super, ne? Der ist so ein Typ. Der ist nicht so, aha, ich bin ein deutscher Meister, wir backen nur deutsche Sachen, keine andere. Nee, der guckt auch, ne, was Zutaten noch in Taiwan gibt, was können wir nochmal anpassen. So. Deswegen bei uns so, wir haben auch 100%iges so deutsches Brot, zum Beispiel wie Dinkelvollkornbrot oder Mehlkornbrot oder Lammbrot oder Roggenmischenbrot haben wir. Aber wir haben auch etwas, ne, zum Beispiel nicht zu viele Anteile von Sauerteig, vielleicht 20% nur, damit die Kunden anfangen. Wie gesagt, wie ein Kind, ne? Die müssen lernen. Kahlen und dann kommen und stehen und dann gehen. Ne? Deswegen haben wir haben sehr viele Stammkunden von Anfang an. Ne? So, das Brot schaffen wir nicht. Ne? Okay, dann von etwas, okay, 20% Sauerteig anfangen und jetzt, ne, schaffen die überhaupt kein Problem. Diese 90% Roggenbrot können die auch schon mal essen. Ne? Und so. Ich freue mich auch sehr, ne, weil deutsches Brot ist wirklich eine sehr gute Sache, sehr gute Nahrung. Ne? So sehr viele Ballaststoff und sehr viele Körner und nicht so viele so Öl oder Zucker oder was. Und das ist im Prinzip, wir müssen einfach nur die Kunden bleiben. Deutsches Brot essen ist nicht wie wir Reis essen. Wir essen Reis, nicht einfach so Reis essen, sondern wir nehmen ein paar Sachen zusammen. Genauso wie deutsches Brot. Ne? Man schneidet eine Scheibe und tut etwas. Kann man süße Sachen drauf, kann man auch salzige. Einfach so. Also dann verstehen die Kunden schon. Ach so, ja. Okay. Weil die normale taiwanesische Brot ist so weich. Man kauft das und isst das. Ne? Mit Füllung und alles. Ist einfacher. Ist einfach zu kauen oder was. Ja. Anfang ist auch sehr witzig. Manche Kunden kommen und kaufen eine Mehlkornbrot. Dann wollen sie schon abreißen und so essen. Dann sagen, nein, nein. Wenn man schneiden und so, dann schmeckt auch besser, ne? Nicht zu dick schneiden, dann wird er nicht so, dann kaum man auch etwas einfacher. Soweit der erste Teil des Gespräches mit Dai Yu, der Gründerin und Geschäftsführerin der deutschen Bäckerei und Restaurantkette Oma Ursel in Taipei. Im zweiten Teil in der kommenden Woche geht Dai Yu unter anderem darauf ein, wie sie an die Zutaten kommt und wie ihr Angebot bei den Kunden ankommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang. Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.